Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer weiteren Aufnahmesession von Starbound. Da ist Werle und der beschießt mich. Hello, Werle. Hallo. Hey, Mickey. Ich frage mich eigentlich, was das für ein komisches Tuch ist, was ich da hinter meiner auch im Arsch drin stecken habe, die wieder rumwedelt. Weil ich hatte sie einfach urplötzlich an und ich weiß aber gar nicht, woher das rührt. Ich schau mal kurz in mein Inventar. Beziehungsweise über dem Inventar ist ja diese Ausrüstungsleiste. Ich habe eine Hose an. Ah ne, das ist Teil der Hose, sehe ich gerade. Das wird. Ich habe kein Toilettenpapier aus meinem Höschen, aber ich habe Toilettenpapier dabei. Willst du dich abputzen? Dabei. Man kann übrigens auch eine Toilette finden. Ich weiß nicht, ob man sowas im Forschungszentrum findet oder das auf einer Ritterburg oder sowas. Naja. Das müssen wir finden. Ich will eine Toilette. Ich weiß gar nicht, wie wir hier unten, ne? Ach, das war das hier, genau. Hier war das Haus, glaube ich, auch ein Stück rechts, ne? Im Schneegebirge. Genau, die letzte Aufnahmesession war, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Muss ich selbst mal schauen, wo es hier lang geht. Und bin die Taube! Und deswegen. Oh, wie es runterfällt! Ich will mit Kacke schießen. Grüne Popel. Echt hart. She's cacking us an. Oh. Ah, jetzt ist er hin. Okay. Hat ziemlich lange überlebt, das Scheißding. Guck, was wir hier haben. Ist von uns? Nee, das ist doch nicht von uns erbaut, oder? Doch. Ah. Was ist da denn los? Hier. Was ist hier denn passiert? Hä, oh, das ist eine Kampfaxt. Boah, echt? Hab ich gerade eine Kampfaxt in der Hand? Nee. Ich habe kurz gedacht, das wäre eine Holzaxt, aber das ist ja zum Hitten. Wir brauchen dieses Ding hier, sehe ich jetzt gerade. 13 DPS. Geht ziemlich gut ab. Hier müssen wir noch ein Türchen reinmachen. Ach, da ist unsere Basis. Genau, haben wir doch unser Häuschen gebaut. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau, mit den ganzen Baums, wisch, und der Pflanzes. Schön. Die Zuschauer denken jetzt wahrscheinlich, was ist los? Warum können die sich ja nichts mehr erinnern? Weil die letzte Folge war ja erst vor kurzem. Die ist ja bald, die letzte Folge. Ich glaube, das läuft immer noch, oder? Genau. Hey, aber uns. Ja, für uns ist es jetzt schon wieder über eine Woche her oder zwei bald. Ich glaube sogar. Ja, zwei auf jeden Fall. Das haben wir vor meinen Prüfungen aufgenommen, oder? Da bin ich jetzt ja doch vor meinen Prüfungen. Mhm. Ach, das war vor 3 Jahren, das war ich. Ich muss kurz immer die Organisation nochmal anschauen, damit ich direkt wieder blicke. Hier ist das Zeug aus dem Labor. Hier ist selbstgebautes Zeug und alte Waffen. Mhm. Hier ist Grünzeug und Essen. Und hier drüben ist anderer Scheiß. Und das in der Mitte, da kommen die Mineralien hin. Unsere Aufgabe ist, ein Distress-Beacon zu bauen. Kurz genau, gucken. Das ist quasi diese Antenne, ne? Womit wir Kontakt aufnehmen müssen mit irgendwas, irgendjemand. Da, hier. Wir brauchen 2 Silber, 10 Kupfer, 10 Iron und 100 Holz. Was haben wir davon und was haben wir noch nicht? Wir haben nichts. Also wir haben 9 Kupfer, 27 Eisen, nur 1 Silber. Silber fehlt uns auf jeden Fall mal. Und wie viel Kupfer braucht man? 10, glaube ich, ne? 10 Kupfer, also Copper. Dann müssen wir noch, sollen wir uns einfach immer weiter runterbuddeln und dann treffen wir bestimmt auf irgendwas. Achso, hier haben wir unsere Forschungseinrichtung. Oder sollen wir nach rechts laufen und einfach vielleicht finden wir natürlich einen Höhleneingang. Also ich habe jetzt, das ist nicht so viel, 24 Fackeln, vielleicht crafte ich noch schnell ein paar. Generell können wir mal kurz nachsehen, ob wir genug Reisegepäck haben. Ja, stimmt. Hier, Inventar mal durchglotzen. Craft Essen ist halt auch ganz wichtig noch. Ich habe sehr viel Baumaterialien dabei. Ein paar Bandagen. Bondages. Ah, ich könnte noch hier dieses Fleisch zu Ende grillen. Kick. Genau, schau ich mal kurz, ob ich Fleisch im Inventar habe. Ich habe 5 Stück dabei und ich gehe oben nochmal ernten. Kann man da schon ernten? Yes. Okay, ich ernte mal eben hier komplett durch. So. Wie war das? Ich brauche Kohle, um das anzumachen, ne? Das Fleisch. Mal kurz reinschmeißen. Nee. Ah, nee, einfach auf Smelt klicken. Genau. Muss ich es schmelzen? Ja, stopp, das Fleisch mache ich doch in dem Lagerfeuer, Mann. So, jetzt aber, guck. Ab in den Ofen damit, Mensch. Ist eh nur ein Steak, aber was soll's, besser als gar nichts. Oh, wie mich das Vieh angreift. Oh, so ein kleines Doppelhorn-Tier. Sollen wir dann einfach erstmal ein bisschen jagen gehen? Ein bisschen Pfeil und Bogen, oder wie kommen wir jetzt am besten an Fleisch? Oder willst du die Karotten da nehmen? Oder wie, oder wo, oder also, ich habe generell... Jetzt mache ich mir noch das eine Fleisch. Wir können ruhig schon loslaufen. Oder hast du gerade nichts zu essen dabei? Ich habe jetzt noch 3 Korn dabei. Ich habe nur ein Steak. Ja gut, dann habe ich. Ich gebe dir gleich noch ein bisschen was. Guck mal, ich gebe dir mal. Oh, wie es dich auch greift. Ja, ich habe den angegriffen, weil ich ein Steak will. Guck mal, da hat jetzt hier vielleicht 2-3 Killen. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen Schaden gefressen. Ich habe immer geschickt jumped, dann kann man hier ganz leicht an Fleisch kommen, ohne groß. Dann mache ich noch kurz zu die Tür.
Genau, machst du mal zu, damit sie hier nicht in die Forschungseinrichtung laufen. Holz, Holz. Ah, also das Pack Dirt. 8 Planks reichen aber bestimmt nicht für eine Tür, nicht wahr? Ach, nee. Komm schon. That's not Riking. That's not Riking. Ich bin der König der Löwen. Das ist doch die Ho. Ayo, das ist immer die Ho, die man da hat. Hä? Ach, da hinten habe ich meine Kotaxt. Wie er sich so hinstellt mit dem Arm in der Hüfte. Knack, knack. Lächerlich. That's ridiculous. So, komm schon. Das war eine gute Idee, dass wir die Bäume hier hingepflanzt haben. Wir hatten noch damals das Problem, dass wir hier zu wenig Bäumchen hatten, ne? Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall tatsächlich ein guter Einfall gewesen. Klingt jetzt auf jeden Fall was, wenn wir jetzt schön Holz brauchen für unsere... vor allen Dingen für unseren Bau von unserem Häuschen. Das ist ja auch ganz wichtig. Hier ist ein bisschen... Wo habe ich denn jetzt meine Axt hin? Wo habe ich denn meine 7 Sachen hier? Ich habe auch Kupfer gesehen bei uns im Haus. Das muss ich dann auch gleich noch... Will ich gleich noch mitholen. Hier ist noch Eisen. So, 3-4 Steaks habe ich jetzt in kurzer Zeit ergattern können. Die werde ich jetzt gleich mal ans Lagerfeuer bringen und gleich zubereiten für unsere kleine Reise. Ins Nimmerland. Ins Lummerland. Ich möchte lummern. So, zack. Ich werde noch schon die Bäumchen nachpflanzen und dann auch noch alles brennen. Dann können wir eigentlich... Gehen wir gleich los, Leute. Starke werden. Okay. Also ich hätte jetzt 5 Steaks dabei. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Also du willst jetzt hier quasi unten in die Forschung... Wir haben da so einen Notausgang gemacht, so einen Exit. Na, ich wäre auch dafür, so für deine... Einführt. Deine Wahl, also rumlaufen, das würde ich auch bevorzugen. Ah, okay. Dann laufen wir hier nach rechts. Ich weiß gerade noch nicht, warum die Dinger hier nicht wachsen. Noch auf ein neues. Ich gehe nur noch schnell runter, leg noch den unwichtigen Kram ab. I'm gleich there like a teddy bear. Ah, ich habe jetzt auch ziemlich viel Kram dabei, aber ich habe jetzt keinen Elan, das zu sortieren. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Durcheinanderkiste, die wir ab und zu einfach mal sortieren. Fürs schnelle Ablegen. Ja, genau. Ach, halt das Essen natürlich mitnehmen, ne? Nicht, dass wir dann da stehen, naked. Mache ich da schnell da rein. Habe ich das weggelegt? Ja. Habe ich meinen Bogen aus dem Inventar genommen? Ich bin ein Held. I'm just a hero. I'm so a hero. Ich bin so ein Held. So ein Held aber auch. Ach, so ein heldiger Held. Ah, das habe ich dann nicht. I haven't had the plants this. Nee, 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 Powerpflanze. Okay, ich komme. Du bist schon ein Stück nach rechts gelaufen, nehme ich an. Ich bin ein Stück rechts, ich bin auf dem Gipfelwipfel von diesem Berg. Aber denk dann, hol so viel Materialien wie möglich, da wir die ja dann auch brauchen für unser Distress Beacon. Und um die Waffen weiterzuentwickeln und um einen Roboter zu bauen. Denn man kann jetzt auch einen Roboter bauen. Kann sein, dass man schon die ganze Zeit bauen kann, aber wir wissen das erst seit kurzem. Beziehungsweise Killer hat es mir vorhin gesagt. Wir sind so klein, wisst ihr? Das ist so wie bei Minecraft. Bei Minecraft leben wir noch irgendwie ganz, ganz hinten in der Alpha da. Als wir es das erste Mal gespielt haben, das ist die Zeit, wo so, das, ja, hat sich für uns noch sich gar nicht verändert, das Minecraft. Wir kennen keine Kniffe, keine neuen Sachen. Bin die Viecher! Es wird ein harter Kampf. Oh, ich bin erstmal hart irgendwo reingefallen. Wenn die Brothers das überleben, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Kartoffelsalat! Oh Mann, ich stehe hier gerade da, ich bin so unnütz wie ein Stück Kot. Okay, komm. Die Gefahr wäre gebannt. Ich werde hier unten noch das Ding hier mitnehmen. Dip, 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 dip. Ah, hier weiter unten ist ja nochmal ein bisschen. Ist das jetzt eigentlich. Das ist Kupfer. Das ist Copper. Das ist ja wunderbar, das brauchen wir auch zufällig. Hoppala. Ups, auf den Kopf geschlagen. It's a Copper. Schau mal kurz nach, ob diese Höhle hier unten, ob das. Ja, geh ruhig ein Stück rein. Muss hier kurz was wegkloppen, sonst komme ich nicht rein. Oh, Fackeln haben wir möglicherweise vergessen. Ah ne, das war's schon. Naja, gut, okay. So. Aber das hier nehme ich vielleicht noch mit. Aber das kann man am besten mit einer Holzaxt. I have any debate, also machst schon. Weil diese Kletterpflanze ist das A und O für Bandagenherstellung. Herrschaft, sei nur noch rum. Da sind auch Sachen. I can't see them. I wanna eat this. Wir haben Kupfer gebraucht und Silber, ne? Mal gucken, genau. Wo wir Silber finden. Also Kupfer haben wir jetzt wahrscheinlich schon wieder genug, aber Silber ist natürlich noch so eine Sache. Das ist ganz selten, Silber. Das ist höchst selten. Es gibt auch Diamant, hast du gewusst? Diamond? Genau, ja. Schnackelei.
Kupfer, 8 Stück habe ich jetzt. Wie viel brauchen wir da? 10. Wir hatten schon 8 oder 9. Also das Ja, gut, haben wir erfüllt. Also das reicht auf jeden Fall. Ich bin in diese kleine Höhle rein und hier. Genau da. Du bist gerade dran vorbeigehoppelt. Schaffst du das da draußen? Ja, ja. Wir hätten uns noch Fackels machen. Oh, hier ist direkt Kohle. Und schon hat sich's erledigt, Herbert, Mensch. Ich hab 54 Fackel, also ich kann den Zweifelsfall noch ein paar rüberschwerfen. Ah gut, dann ich baue mich jetzt einfach wieder hoch. I need the hero. Hier bin ich drin. Hier, dieses Höhlchen sieht nicht schlecht aus. Look at this. Look on Harry, hier drin. Du kannst ja ausleuchten gleich, wenn du da Fackels dabei hast. Ah ja. Hier, guck mal da habe ich schon ein bisschen nach unten gebuddelt. Da kommt schon wieder so ein Kot-Semmelsammler zu mir. Zwei Stück kommen. Komm, die kriegen jetzt auf die Nuss. They're gonna get under Nuss. Ich schlag einfach durch den Schnee, es geht nicht. Ja, springt. Spring, ich hol dir die Axt in den Kopf. Guck mal. Möglicherweise finden wir hier was Cooles. Hier ist, ich glaube hier, entweder ist es Schneebällchen oder ist es Eisen. Möglicherweise. Guck mal, das hier, was ich gerade abhacke. Ich glaube, das ist Eisen. Ja, Silber meine ich, ja. Ich sehe gerade, ich sollte mal was essen. Schau mal meine Lebensanzeige. Boah, aber ultra hart. Ess mal was. Gibt mal langsam Zeit, was zu essen. Also hier war tatsächlich Silber. Ah, cool. Das ging auch schnell. Voll die Fische. Double Kill. Ja, also hier können wir eigentlich, also wir können natürlich noch das da unten holen, das was bei dir ist, das mit Metal. Hier ist noch ein bisschen Kupfer, hole ich auch. Ah, das ist immer schön, man findet relativ schnell schöne Sachen. Ich glaube, das Einzige, was man halt sehr beschwerlich findet, ist wahrscheinlich Diamant. Und Gold. Vielleicht muss man aber auch nur tief genug. Ich denke, ab einer gewissen Höhe, Tiefe, ist es vielleicht auch, so wie das hier auch. Große, reiche Vorkommen an dem Kot. Schauen wir mal, was wir hier in dieser Höhle so finden werden. Aber ich glaube, die endet hier schon, ne? Ja, ja, ich denke, diese ganz tiefe Höhle können wir uns ja dann auch unter unserem Haus buddeln einfach. Da buddeln wir durch das durch dieses Kraftwerk unter uns durch und gehen immer tiefer in die, ne? Ja, ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier mit dieser Höhle? Sollen wir einfach buddeln oder sollen wir den nächsten Eingang suchen? Ich würde sagen, wir gehen wieder hoch und suchen den nächsten Eingang. Wobei, da oben, glaube ich, noch ein Stück Silber darauf wartet, abgebaut zu werden. Ja, das sieht doch viel verspreizend aus. Ja. Oh, draußen ist mittlerweile schon dunkel geworden. Hey, no, I can't believe it. Hast du noch Bandagen, um dich zu heilen? Eine würde ich nämlich noch schnabulieren, wenn ich du wäre. Achso, ich sehe es gerade, ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr machen sollen. Ich habe jetzt irgendwie 15 Stück gemacht. Es reicht, das heißt, du musst ja immer nur einen und dann dauert das ja ein bisschen und so. Genau, ich habe jetzt vorhin einen Fehler gemacht. Ich habe 3 oder so am Stück gegessen. Aber die addieren sich ja quasi nicht. Das heißt, 2 gehen ja dann verloren im Prinzip, wenn ich sie hintereinander esse. Greifen die uns jetzt an oder nicht? Warte, kurzer Test. Okay, dann lassen wir sie. Hallo, Schneckchen. Dann lassen wir die auch in. Oh, aber ich sneak vergreift. Oh, fuck. Entfernen wir uns mal von den gelben. Ja, bevor wir die gelben hitten. Achtung. Oh, daneben gehackt. Oh, ein Hit. Sag mal, was macht denn die hier für. Oh, die macht 12. 12 DPS. Warum? Das heißt, eigentlich brauchen wir ja gar nicht. Oh, du Scheiße. Guck mal, was hier los ist.